Ich bin in der absoluten Mega-Tiefschlafphase, ja. Es war richtig warm. Da schrecke ich heute Nacht hoch um 1:45. Da umkreist mich mindestens eine Mücke. Genau am Ohr. Und da ich beim letzten Mal nach einem einzigen Mückenstich so gelitten habe, ey, habe ich mich dann mitten in der Nacht auf die Jagd nach dieser Mücke gemacht. Natürlich erfolglos, ist ja klar. Das sind mal 5 vor halb. 6. Muss ich über den Wecker-Check machen, Kaffee. Boah, furchtbar. So lange Arbeitstag steht da. Mit dem Wesley, der aus dem Urlaub wieder da ist. Weiß gar nicht, ob der Kaffee durchgelaufen ist. Ich habe gar nichts gehört. Was ich gehört habe, ist die Nachbarin. Die ist nämlich gerade los. Den Wecker für 20 nach 4 geht der immer. Und dann geht oben die Lauferei los. Boah. So, da sind wir. Wesley ist gerade los für den ersten Flug. Ich bin auch durch. Der Mechaniker muss noch ein paar Schrauben festziehen. Aber ich glaube, damit ist er jetzt auch durch. Wir haben 5 vor 8. Auf geht's. Erste Tour. Der ganze Morgen ist voll. 4 Flüge jetzt erstmal und dann am Nachmittag auch nochmal 2 oder 3. Ma, auf geht's. Wetter okay. Und kommt auch aus dem Osten. So, Mittagspause. 4 Flüge hinter mir. Es gibt ganz schön Regen auf der anderen Seite. Beziehungsweise hier im Norden, aber gerade zum ersten Mal Wale gesehen. Und frag nicht wie. Ey, die sind komplett aus dem Wasser gesprungen, haben sich dann in der Luft gedreht und haben so einen Riesenplatscher gemacht. Also da waren die Passagiere, glaube ich, happy. Trinkgeld gab es trotzdem nicht. Ja, und jetzt ist noch ein Flug weggefallen. Das heißt, jetzt ist hier rum bis 3 Uhr. Ey. 3 Stunden. Das kann ja wohl mal wieder nicht wahr sein. So, jetzt habe ich 2 Stunden rumgesessen. Meine Passagiere sind schon da und sitzen im Safety Briefing. Um 3:15. Das heißt, ich kann mit denen früher los. Die wollen früher los. Das sind 2 Leute, die haben den ganzen Helikopter gekauft. Kann ich früher los, kann ich früher nach Hause? Nice. Auf geht's. Hole ich mir meine Clearance und dann geht's los. Es ist wirklich warm. Ich bin sehr froh, dass ich heute mal wieder die kurzen Hosen an habe. Also ein bisschen windiger, ist immer wieder Regen auf der Nordseite. Vielleicht kann ich ein paar Wale zeigen. Ich muss mir mal gucken, was das für Leute sind. Ob ich eher die Hiking-Strecke zeige oder eher die Bay, aber wahrscheinlich ziehe ich es einfach durch. Die normale Strecke. Aber ein totaler Buyout, da zeige ich denen normalerweise, was sie wollen. Aber das wird sich rausstellen. Mal gucken, wie die drauf sind. Ich hatte gerade nochmal ein Buyout, dafür habe ich jetzt 2,5 Stunden gewartet. 2 Passagiere, ja, die kaufen den ganzen Helikopter. Normal ist das sicheres Trinkgeld, aber gab es nicht. Aber ich habe den Wal gezeigt, der ist aus dem Wasser geschwommen, eine 360-Grad-Drehung gemacht, komplett aus dem Wasser und dann ist super krass geflasht. Ich muss mal gucken, ob ich das auf Video habe. Ja, kein Trinkgeld, außer 20 Dollar. Great, ab nach Hause. Morgen habe ich bisher nur einen einzigen Flug oder zwei. Das ist natürlich nicht so viel, aber was soll ich machen? Und ich müsste theoretisch früh reinkommen, obwohl ich keinen Flug früh habe. Muss ich mal sehen, wie ich das regle. Wann ich dann hier auftauche. So, auf geht's los. Muss ich mal gucken, was ich esse. Those jumps are quite spectacular. Make the turn now because of the sun. Pretty lucky, you guys. Also das Wetter war tricky heute, aber jetzt nicht irgendwie. Ja gut, ich konnte die Sacred Falls nicht anfliegen. Da kaufen die den ganzen Helikopter, ja.
super happy. Wale gesehen, Full Circle Rainbow. Kaufen das Video nicht und geben keinem irgendein Trinkgeld, auch nicht mehr. Das habe ich noch nie erlebt, glaube ich. Aber ist egal, ich hatte 2 Briefumschläge mit Geld drin, kann aber nicht viel sein, und 20 Dollar in der Tasche. Naja. 5-mal geflogen. Morgen 1 oder 2 Flüge auf dem Programm. Muss ich mal sehen. Aber jetzt geht es erstmal nach Hause. Im Eisfach von der Pilotenlounge, da war noch Pizza drin. Diese kleinen Mini-Pizzen. Da habe ich mir erstmal 2 mitgenommen. Die gibt es zum Abendessen. Mein Magen war ja irgendwie komisch krank. Es kann ja eigentlich nur von diesen komischen Keksen kommen, die ich tagsüber esse. Aber irgendwie ist mein Magen leicht unruhig. Aber ist egal, soll ich jetzt nach Hause. Auf geht's. Morgen eventuell letzter Arbeitstag. Sieht fast danach aus. Denn der Wesley, der ist noch 20 Stunden hinter mir. Und der Koji ist, glaube ich, hier und geht nicht nach Kauai oder irgendwo hin. Und von daher bin ich Montag die Nummer 3 und habe dann 4 Tage schön frei. Was mir durchaus in den Kram passt. Ja, der Wesley, der hatte eine Passagierin, ja. Wir nennen die hier in den USA, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, Karen. Also so eine, die sich nicht benehmen kann und sich über einfach alles beschwert. Die hat sich am Schluss so aufgeregt, dass das wäre die größte Enttäuschung und das mieseste Erlebnis in ihrem ganzen Leben gewesen, dieser Helikopterflug. Und die Kamera während des Flugs ist jetzt zum Teil nach innen gerichtet. Und da war die super happy. Weißt du, am Lachen, super happy. Sobald die aussteigt, ey, ich will full refund. Ich will mein ganzes Geld zurück. Denn das war das Schlimmste, was sie je durchlebt hat. Hey. Da bin ich mal gespannt auf das Telefonat am Montag. Die Jamie, die Base-Managerin, ja, das ist ja unsere Managerin. Ja, unsere Mädels sagen einfach, ja, können wir nichts für sie tun. Ich meine, wir kriegen ihr Geld nicht zurück. Und der Manager wird sich bei ihnen melden am Montag. Bei dem Gespräch wäre ich ja gerne dabei, aber ich arbeite ja nicht. Das ist auch ein mieser Job, den die Jamie da hat, zum Teil. Obwohl man halt der Boss ist. Aber ja, da habe ich mir aus verschiedenen Blickwinkeln den Mädels, die waren alle schlecht drauf wegen der. Wie kann man sich denn so niederdrücken lassen von so jemandem Mann? Also hier fliegen 500 Passagiere in den letzten, dieses Jahr. Also jeder absolut begeistert. Und dann kommt einer an und sagt, ey, das war ja wohl der übelste Mist hier. Würde ich mich doch nicht runterbuttern lassen. Aber die nimmt das halt irgendwie mit. Interessiert mich nicht. Wenn die nicht zufrieden ist, dann selber schuld. Die hat sich auch beschwert, ja, der säß wohl neben ihr jemand. Mit einem großen Kopf. Konnte nicht vorbeikommen. Das war ihr eigener Ehemann. Vor ihr. Also saß direkt am Fenster und vor ihr der Ehemann. Also das heißt, die konnte nicht vorne aus dem Fenster gucken, aber das guckt man eh raus. Total lächerlich, Mann. Aber mit sowas muss man sich ja auch umschlagen. Im Dienstleistungsgewerbe. Also das ist Worst-Case-Szenario hier, ja. Morgen der Schedule ist nämlich gerade rausgekommen. Der Wesley, der fliegt um 8, um 10, um 11 und um 3:30. Und ich habe einen einzigen Flug um 3:30. Und die Regeln besagen, und nach dem Anruf vom Chief Pilot muss ich dem ja jetzt folgen, zumindest für eine Weile, dass ich aufzutauchen habe vor dem ersten Flug hier, um den zweiten Helikopter fertig zu machen. Und dann habe ich den ersten Flug in der Nacht. Das heißt, 7 Stunden zwischen dem ersten Akt, den ich da zu vollziehen habe, und meinem Flug. Ist lächerlich. Das heißt, ich stehe kurz auf, fahre dahin, mache den Pre-Flight und fahre wieder nach Hause. Und lege mich wieder ins Bett. Das ist der Plan. Was soll ich machen? Gott.
Ja, dann hat der Pilot mich gerade angerufen, der Wesley, und meinte, ja, hör mal, da gibt es auch die Regel, dass wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, dass man 1,5 Stunden nur weniger Stunden hat oder mehr als der Pilot mit den wenigsten Stunden. Das heißt, der Markus und der Wesley, die sind ja beide im Urlaub und sind mit Stunden hinten. Also der will wieder nicht arbeiten. Und deswegen will der jetzt, und der ist ja 20 Stunden hinten. Und wäre dann immer die Nummer 1 und müsste immer arbeiten. Naja, das wird er mit dem Coach regeln müssen. Ich habe ihm gesagt, da mische ich mich nicht ein. Soll er machen, wie er denkt. Aber morgen ist er auf jeden Fall die Nummer 1 und ich habe halt das Problem. Egal. So, 100 Teller Trinkgeld gab es heute insgesamt. In zwei Briefumschlägen war jeweils 40. Plus die 20 in der Tasche. Das ist jetzt nicht so schlecht. Also, das ist genau Minimum, was ich mir so immer vorstelle. Zwei Pizzen habe ich gegessen. Jetzt muss ich mal duschen. Den Schedule, der hat sich morgen geändert. Das raff ich überhaupt nicht, Mann. Der ist jetzt noch schlimmer. Also ich dachte, das wäre Worst-Case-Szenario, aber nein. Ich muss um 8 Uhr den Helikopter fertig gepreflattet haben. Dann habe ich einen Flug um 11 und um 3:30. Aber um 11 Uhr hat der Wesley gar keinen Flug. Das heißt, der hat einen Flug um 8 und 10 und um 3:30. Für den ist es genauso bescheuert. Und wenn man auf Flight Duty ist, also ich morgen bin, wird man Minimum für 2 Stunden bezahlt. Und ob ich jetzt einmal fliege oder zweimal, also ob ich den 11 Uhr Flug mache oder nicht, ich kriege das gleiche Geld. Außer, dass die Chance auf Trinkgeld da besteht. Aber das war's. Ja, und ab morgen Abend, für bis nächst, Ende nächster Woche, wo ich dann nicht mehr arbeite, bis Ende nächster Woche arbeite ich ja nicht mehr. Übelstes Wetter. Kona-Winds und Dauerregen. Da bin ich mir gespannt, wie viel die Kollegen fliegen können. Ist mir natürlich dann relativ wurscht. Aber das Schedule morgen raff ich nicht, wenn sich das schon wieder ausgedacht hat. Das kann ich ja morgen früh dann direkt mal eruieren.